vor kurzem geleakt, jetzt offiziell angekündigt. Das The Sims 4 Karneval Streetwear Set für The Sims 4 wurde offiziell vorgestellt. Alles dazu und was im neuesten Update enthalten ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wer gestern auf der EA-Seite unterwegs war, wird bestimmt ebenfalls die Ankündigung des brandneuen Karneval Streetwear Sets mitbekommen haben. Das neueste und insgesamt schon 10. Set für The Sims 4 bringt bunte und ausgefallene, an den brasilianischen Karneval angelehnte Ersteller in Sim-Modus-Objekte. Aber neben neuen Klamotten können wir uns ebenfalls über neues Make-up und Accessoires freuen. Da auf den Screenshots ausschließlich erwachsene Sims zu sehen sind, gehe ich mal davon aus, dass wir keine Klamotten für Kinder oder gar Kleinkinder erhalten werden. Das ist die offizielle Produktbeschreibung. Feiere mit dem The Sims 4 Karneval Streetwear Set, das in Zusammenarbeit mit Pablo Vittar entworfen wurde, die Energie und Lebendigkeit des brasilianischen Karnevals. Bringe das Selbstbewusstsein und die Kreativität der größten Party der Welt mit Mode und Accessoires aus einer einzigartigen Kollektion zum Ausdruck. Looks von Pablo Vittar. Peppe die Alltagskleidung deines Sims mit den lebendigen Karnevalslooks von Pablo Vittar auf. Die ausgelassenen, wilden und leuchtenden Designs, Styles und Farben spiegeln Pablos Freiheitsgefühl und Lebensfreude wider. Feiere jeden Tag Karneval. Lass alle Sims mit dynamischer Kleidung, Schminke und Accessoires den Geist und die Ästhetik des Karnevals erleben. Die einzelnen interessanten Kleidungsstücke dieser Kollektion sind so facettenreich, dass sie spielerisch in jedes Outfit integriert werden können. Wie immer wird auch dieses Set 5€ kosten und am Donnerstag, den 3. Februar, für alle Spieler bereitstehen. Mir persönlich gefällt das Thema des Packs. Die Klamotten vom zweiten Screenshot sehen für mich noch deutlich alltagstauglicher aus als die auf dem ersten, der bereits vor ein paar Wochen geleakt wurde. Mein persönliches Highlight ist aber dieses Melonenoberteil und das Outfit der Frau. Zudem wurde gestern Abend ein ungefähr 500 MB großes Update veröffentlicht, welches eigentlich nur einen neuen Inhalt ins Spiel hinzugefügt hat, einen neuen Radiosender. Neben 5 nicht weiter spannenden Fehlerbehebungen können wir uns jetzt über einen neuen Karnevals-Radiosender freuen, mit dem insgesamt 5 neue Musikstücke ins Spiel hinzugefügt wurden. Sonst allerdings gibt es mit diesem Update wenig Interessantes. Im Ankündigungsblog-Eintrag des Sets wurde allerdings noch davon gesprochen, dass wir Anfang Februar per Sims Delivery Express eine neue Maske sowie neue brasilianische Gerichte und im März brasilianische Kunst des Künstlers Lano erhalten werden. Wie wirkt das neue Set auf euch? Findet ihr die neuen Klamotten interessant? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.